Ja, ein neues Video von Basteltown. Und zwar, das kommt jetzt zwischendurch genau in dem Projekt vom Bosch GTS Stand, den ihr da ja gerade seht. Und zwar habe ich ja den Kärcher WD3P, das ist ja mein Absauger oder mein Staubsauger. Den habe ich ja umgebaut zum Zyklonabscheider. Also was heißt, den Staubsauger habe ich nicht umgebaut. Den habe ich mir gekauft damals, nicht viel Geld, habe Staubsauger gebraucht, der kostet um die 90 Euro. Hat eine Einschaltautomatik und eine Nachlaufzeit, wenn ihr auf Stufe 2 stellt, zwischen 2100 und Minimum 100 Watt funktioniert die. Also jede Handkreissäge oder so, die liegen ja zwischen 1000 und 2000 Watt. Schauen wir mal. Ja, die Bosch hat 1400 Watt, also optimal dafür. Und jetzt habe ich ein Problem. Der Staubsauger sieht ja hier hinten so aus. Und damit tut man Standard saugen. Mein Problem ist, das Ding passt hier rein, das hier aber nicht. Und dieses Ding tut mir ständig rausrutschen. Und das nervt total. Und da habe ich mir jetzt was überlegt, weil dieses Adapterstück gibt es zum Kaufen auf Amazon. Das verlinke ich euch in der Videobeschreibung, falls ihr den gleichen Staubsauger habt. Ich werde das hier einfach jetzt abtrennen, ein bisschen runterschleifen, hier einführen und mit Sekundenkleber festkleben. Und dann ist das Ding hier fest verbaut. Heißt, ich kann meinen Staubsaugerschlauch im Schnellverschluss anbringen und wieder abnehmen, ohne dass was wegfliegt. Wahrscheinlich werden wir noch eine Schraube oder zwei Schrauben reinsetzen, damit das Ding auch nicht mehr rausflutscht. Und wie man das bauen, ganz einfach. Als erstes bestimmen wir die Tiefe. Wir wollen das ja so kurz wie möglich und nicht so lang, dann passt die bald nicht mehr in die Schublade rein. Deswegen gehen wir ziemlich nah hier dran und machen hier einen Strich. Deswegen Deckel aus der Kosch. Da sägen wir jetzt schnell ab. Wer sägen kann, ist klar ein Vorteil. Der Adapter, der kostet um die 6 Euro oder 7 Euro, glaube ich. Den schleifen wir jetzt mit 80er Schleifpapier hier ein bisschen an, damit der schmaler wird und da reinpasst, weil der passt nicht genau rein. Zwischendurch immer mal wieder probieren. Es fehlt noch ein bisschen. Jetzt nehmen wir innen noch den Grat raus, den wir produziert haben. Einmal rein damit. Dann bohren wir oben ein Löchle rein. Drehen das Ganze. Und da hinten noch eins rein und schrauben einfach die Schrauben rein. Und da ich ja sehr intelligent bin und keinen Sekundenkleber mehr habe, ich war gerade im Obi und hätte ich das jetzt davor gemacht, hätte ich Sekundenkleber. Ich nehme schwarzes Isolierband und mache das jetzt einfach rum. Und dann sieht es auch normal aus. Oder irgendwie so in der Art. Schön spannen. So. Fertig. Ups. In Zukunft, wenn ich jetzt also absauge, Schlauch nehmen, fertig. Fertig mit Sägen, Schlauch weg. Besser geht's nicht. Das Teil hat mich jetzt 6 Euro gekostet, was ich noch bestellen werde. Ich habe jetzt das einfach schon mal benutzt. Ich brauche es für andere Sachen nicht. Der Anschluss passt auch in der Staubsaugerstab, um die Werkstatt zu saugen. Also, ein nützlicher Tipp. Guckt erst, ob das eventuell, wenn ihr eine andere Tauchsäge habt oder Handkreissäge, ob das Ding passt. Es gibt auch andere Staubsaugerhersteller, wo das passt. Und da kriegt ihr das Zubehör bestimmt diesen, was habe ich eingegeben, wo ich es gesucht habe?
Kärcher, Staubsauger, Griffstück. Das habe ich eingegeben und an dritter oder vierter Stelle kam das und habe es schon bestellt. Praktisch finde ich, perfekt. Cooler Tipp. Wenn ihr neu seid auf meinem Kanal, wollte ich noch sagen, dann würde ich mich über ein Abo von euch freuen. Die Glocke aktivieren wäre auch nicht schlecht. Es kommen regelmäßig bei mir neue Videos. Da kommt mal so ein Werkzeug-Hack. Jetzt baue ich gerade die Bosch GTS 10 Station neu. Die wird riesig mit Vollauszügen und tralala. Und falls ihr wissen wollt, mit welchem Werkzeug ich arbeite, ein Teil ist in der Videobeschreibung verlinkt und der Rest ist auf der Webseite bastel-town.de unter meine Werkzeuge. Da sind auch ein paar Sachen dabei, die ich nicht habe, aber die ich gut finde. Okay, das war's dann. Ich wünsche euch dann noch eine schöne Woche und wir sehen uns dann wieder im nächsten Video. Bis dahin, viel Spaß euch und ciao. Blöder Finger. Und schaut in der Videobeschreibung vorbei, da ist alles verlinkt. Bis dann.